Zurück bei Mario und Luigi Superstar Saga, Part Nummer 12. Ja, wir haben das Licht im letzten Part bis hierher gelenkt. Und das bedeutet, wir können jetzt hier durch dieses Tor und sehen, was sich hier so verbirgt. Mal schauen, wo wir sind hier. Und wir kommen dann ganz bestimmt hier nach rechts, links. Ja, dort ist links. So, was haben wir hier? Pilz, Lachbohne. Ein Sirup und noch ein Superpilz. Und noch ein paar Münzen machen wir das halt auch noch schnell. Naja, kommen wir schon viele Münzen zusammen. Okay. Das war's dann. So, hier haben wir wieder so ein kleines Rätsel. Dann werden wir uns einfach hier raufstellen. So, aber wir müssen diese Konsole hier irgendwie zerstören. Und das bedeutet, wir müssen hier mal weiter und schauen, was es hier so noch gibt. Ah ja, eine Fragezeichen, eine Rufzeichenbox. Ein kleiner Speicherpunkt brauchen wir jetzt noch nicht. Lassen wir das einfach mal. So, aber trotzdem Gegner. So. Warum 13? Egal. Da. Den Typen hier wird rot und das war's doch dann. 13 Schaden, naja. Und schon wieder roten Pfeffer. Das kann ich euch später zeigen, was es ist. Auf jeden Fall aktivieren wir jetzt erstmal den Schalter, damit hier ein Fass runterkommt. So. Hier können wir nicht durch, denn der Kran ist im Weg. Dann gehen wir mal hier hin. So. Wir kämpfen wieder in einer neuen Umgebung, wie man im Hintergrund ziehen kann. Ja. So, auch so ein Feature, dass man im Hintergrund immer was anderes hat. Aber, ja. Sollte normal sein. So. Und so. Einfach durch den Ring springen. Dann passiert nichts. So. Na, war doch gar nicht so schwer. Dann kommen wir zu diesem blauen Virus. Wie heil. Ah, okay. Leute, dann absichtlich drauf drückt. Ah. So. Einmal, zweimal, dreimal, einmal, zweimal. So. Blaue wird gelb. So. Und der Uhr, wie heißt das nochmal geheißen? Okay, hätten wir gebraucht. Eigentlich nicht, denn wie sollen wir hier drauf drücken? Das bedeutet, wir müssen wieder zurück. Hier sind wir total falsch. So, denn hier können wir noch nicht weiter, hier auch nicht. Das bedeutet, wir speichern trotzdem noch nicht. So weit sind wir noch nicht gekommen. Hier sind wir schon am Pfeil. Bedeutet, wir können uns hier draufstellen und Bing machen. So. Hier auch. Und hier haben wir einen Knopf, bei dem das passiert. Ja. Das war gar nichts. So. Na gut. Dann, wie wir sehen, passt wieder nur Mario rein. So, dann gehen wir mal ran. Da komische, lustige Smileys. Hier können wir nicht drüber. Hier ist zu. Ja, einfach ein kleines Labyrinth. Ja. Scheint richtig zu sein. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja. Oben ist gut. Und dann hauen wir auf den Kopf. So, und wir bekommen hier ein zweites Fass. Ja. Sollten wir auch in den richtigen Weg gehen. Und zwar hier raus. So. Mach mal wieder größer, danke. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oh, geht sogar. Supi, dann brauchen wir jetzt einen Hammer. So.
da dieses Fass schon richtig steht, weil das dann abprallt hier dran und dann auf die Konsole, müssen wir dieses Fass hier nehmen und hier drauf stellen. Und es hat funktioniert. Der Kran verschwindet. Und kommt hierher. Und nimmt Luigi mit. Fantastisch. Und Mario ist alleine. So. Aber wir wissen jetzt, dass der Kran weg ist. Und das bedeutet, wir können hier vorbei. So, jetzt aber. So. Mauer sollte das drauf haben, gegen die Halle zu bestehen. Und zwar wird dieser hier rot und dieser hier wird gelb. So. Okay. Das Reagenzglas greift nochmal an. So. Aber das war's dann auch. Und wir kommen mit Mario wieder ein bisschen an die EP ran, die Luigi verdient hat, während er alleine unterwegs war. So, haben wir hier nur Laser Guys, die, ja, denen wir auch leicht ausweichen können. Und die auch nicht so viel Leben haben. Oh, das war's auch schon. Noch 40 EP dazu geholt und dann schauen wir mal, was hier unten ist. Ah ja. Luigi. Das heißt, wir müssen hier rauf. Aber diesen Fässern ausweichen, denn sonst passiert das hier. Und wir fangen wieder von hier an. Das bedeutet, wir müssen über all diese Fässer darüber springen. Oder so. So. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Aber ich denke mal schon. Dürfte nicht zu anspruchsvoll sein. Warten wir nochmal. So. So. Was machen wir jetzt? Gute Frage, Mario. Nein, auf den Knopf hauen. Damit das hier aufgeht. Und? Luigi hier runterrollt. Also. Ja, ja. Logisch, oder? So. Und hier wird noch ein Tor geöffnet. So, sind wieder vereint. Und wir können auch wieder zurück. Ah, das brauchen wir noch immer. Und hier rauf können. So, jetzt wird aber erstmal gespeichert. Nur zu aus Sicherheitsgründen. Falls jetzt irgendwas passiert. So, 4 Stunden 32. 4 Stunden 40. Okay. 8 Minuten erst vergangen. Dann haben wir noch genügend Zeit, um weiterzugehen. Und zu sehen, was sich hinter diesem Tor verbirgt. Und zwar Wasserweitspritzformel. Hinten Hammer und vorne Wasserbauch. Wassergeschoss. Praktisch beim Beschuss weit entfernter Brände und Gegenstände. Ach ja. Ein Hammer, um weit entfernte Gegenstände zu treffen. Ja, so wie dieses Vieh hier zum Beispiel, das dann den Stromkreis schließt. Also machen wir das einfach mal. Ja, funktioniert. Und wir können den... Da quetschen wir Mario noch aus. So. Drücken wir den Knopf und das war's auch schon. So. Und wir haben nur noch einen Schalter zu drücken, um... Jo, weiterzukommen. Einmal hier durch. Hier haben wir schon alles genommen, glaube ich, genau. Und dann drücken wir hier drauf, damit wir das umdrehen. Und das Licht hier rauflenken. Und somit das Tor öffnen. Vorbereitungen beendet. Meisterin, wir können die Sternbohne jetzt vom Klang der Prinzessin... Ah, der will ich mal... nochmal.
Wir können die Sternbrunnen jederzeit mit dem Klang von... Na, kann ich es jetzt bald aussprechen? Von Prinzessin Peach Stimme aussetzen. Endlich, wir sind von Welt... Wird sich die Welt vor mir verneigen. Ich kann heute irgendwie nicht lesen, wie es aussieht. Naja. Das bedeutet, Luke Miller ist in der Nähe. Das bedeutet, wir speichern vor unserem Kampf. Bevor wir uns die Stimme zurückholen. Bevor sich Luke Miller was wünscht. Tja. Die Stimme ab! Wieso? Warum? Ein unerwartetes Ereignis. Was wird aus unserem Plan? Ihr wagt es, uns in dieser Situation zu stören? Wir haben keine Zeit, mit euch zu spielen. Oh yeah. Haha, aber warum eigentlich nicht? Wenn ihr es so wollt, dann kommt doch. Ich puste euch zurück in euer Pilzkönigreich. So, und somit beginnt der Kampf. Ach ja, so geht's. So geht das. Jetzt aber. Okay. So, ja, das ging schon mal gut los. Luigi, wir heilen dich erstmal. So, genau, wir müssen auf die Arme achten, wenn er... Okay, ja. Oder wenn sie, besser gesagt. So. Gut, dann fangen wir gleich mal mit einem Brüderangriff an. So. Genau. Okay. Ich hab's gleich wieder. Okay, okay, und... Okay. Ja, die ist eben stärker, die zweite Attacke. Okay. Okay. Gar nicht so schwer. So. Ja, allerdings können wir auch mal Hackebrüder verwenden bei Mario. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir da insgesamt machen. Aber die Attacke ist ein bisschen schwach. Ist schwächer als die anderen alle. Oder auch nicht. Jetzt funktioniert's. So. Welches ist mein wahres Ich? Wer weiß es? Ihr? Nein. Sollten wir mal rausfinden. Ja, können wir eben aussuchen, wer Luke Miller sein soll. Das war falsch. So. Gut, versuchen wir es nochmal. Ja. Mal oben. Tja, war auch falsch. Das bedeutet, die Mitte war richtig. Das spielt jetzt aber keine Rolle mehr. Okay. Und nochmal weiter. So. Okay, spielt doch eine Rolle. So. Ah, ne, machen wir den zweiten Angriff, damit wir hier auch extra bekommen. So, okay. Teilt sich wieder. Ich würde gerne eine Brüderattacke einsetzen, aber ich weiß eben nicht. Weil, seht ihr, jetzt ist die Mitte sicher auch wieder falsch. Ne. Diesmal war die Mitte schon wieder richtig. Ah ja. Die Mitte ist nicht immer richtig, das so kann ich schon mal sagen. Da, kann ich ja jetzt beweisen. Ich sag nochmal die Mitte an. Seht ihr. So, jetzt war es mal nicht die Mitte. Ah ja, die ist nur, um uns ein bisschen zu verwirren. So, machen wir oben oder unten? Machen wir unten. Ja, verdammt. Okay. Schlechte Idee.
Beide. Machen wir zuerst. So. Jetzt aber. Machen wir sie fertig. Oder auch nicht. Aber jetzt. Machen wir sie fertig. Oder auch nicht. So. Gut. Lass uns nochmal zerteilen. Ist auch nicht so schlimm. Diesmal oben. Ah, diesmal oben. Verdammt. Dann wieder den Fledermäusen ausweichen. Au. Na, nicht vergiftet. Okay, wir sind vergiftet, aber das ist nicht so schlimm. Doch hieß es, wir haben keine frische Wurzel mehr dabei. Was bedeutet, wir können noch leider nicht heilen. Das heißt, wir müssen den Kampf so schnell wie möglich beenden. Verdammt. Ich weiß nicht, ob sie von automatisch wieder gesund werden. Luigi Mario. Beide. So, ja, es gibt sehr viel Schaden. Na, versuchen wir sie fertig zu machen. Wenn es zu heftig wird, dann geben wir mal einen Pilz. Oder dann einen One-Up-Pilz. Was für sturer Klempner, als hätte ich alle Zeit der Welt! Bringen wir es zu Ende! Und wieder der komische Lochangriff. Die Löcher stoppen immer noch kurz bevor sie ankommen. Da könnt ihr dann den Sprung vorbereiten. Okay. Aber egal, jetzt machen wir es auf jeden Fall fertig. Jetzt haben nur zwei Schaden genommen. Kann nicht mehr lange dauern. Jetzt wird aufgebläht, sie schon ausschaut. Okay. Aber jetzt macht sie diesen Blitzangriff nicht mehr. Denn sie hat keine Arme mehr frei. Au. Gut, jetzt aber. Einmal, zweimal, dreimal. Und das war's. Mit 900 EP verabschiedet sie sich. Und mit einem 1 OP-Pilz DX. So. Level 18 für Mario. Ging flott. So. HP wollten wir ein bisschen erhöhen. Sehr schön. Plus 4. Level up für Mario. Level 19. Ist doch toll. Zwei Level auf einmal aufgestiegen. Alle Brüderpunkte. Nö. Noch zwei Leben dazu. Level up für Luigi. Level 18. So. Was machen wir bei ihm? Geschwindigkeit ist sehr langsam. Sehr niedrig, meine ich. Erhöhen wir die mal um 4. Level up für Luigi. Level 19. So. Sieht doch schon sehr gut aus. Machen wir Brüderpunkte für Luigi. Sehr schön. Okay, das war's. 2 Level up. Wie konnte das? Herrin Ludmilla, ganz ruhig! Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf! Oh mein Krankfried! Noch einen letzten Hieb! Gegen diese Frechlinge! Verstanden! Die Lachhochschule von außen. Schnell, in den Keller. Da finden wir die Sternbohne. Was? Die Sternbohne ist wild geworden, als sie die Stimme von Prinzessin Peach gehört hat? Warum die Sternbohne so auf die Stimme der Prinzessin reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Wir können reden, wenn wir die Sternbohne wieder an ihren Platz gebracht haben. Schnell, folgt mir ins untere Geschoss. Okay, machen wir das mal. So, ja, das war der Kampf gegen Ludmilla. Hochschulkeller.
Alles klärchen in den Hochschulkeller. Hochschulkeller. Ja. Gehen wir dann im nächsten Part. Das war mal ein spannender Kampf gegen Luke Miller. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Es geht noch weiter. Ein Wunder oder so. Nein, aber es geht noch weiter. Das war's noch nicht mit Mario & Luigi Superstar Saga zum Glück. Es wird noch viel besser. Ja, das war's auf jeden Fall. Erstmal mit diesem Part. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Mario & Luigi Superstar Saga. Bis dahin, macht's gut, euer Marc. Ciao.